französische Komödien, tapfere Schneiderlein, starke Frauen oder Absurditäten. Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Giebichenstein großes Kino und zwar im Freien. Dann kommen ab Anfang August die Giebichensteiner Sommerfilmnächte. Das sind jetzt immerhin schon die 8. die wir jetzt durchführen. Das heißt, es wird dann regelmäßig Donnerstag, Freitag, Sonnabend hier abends die Filme gezeigt werden. Wir haben eine große Bühne hier oben stehen. Die Zuschauer können allesamt per Voting selber festlegen, welcher der Wunschfilm ist. Das heißt, wir haben immer zwei Paarungen, die angeboten werden. Filme können im Internet gewotet werden auf der Seite vom Stadtmuseum und dann kann festgelegt werden, ich möchte den Film A oder B lieber sehen. Am Freitag starten die Filmnächte. Statt auf die Leinwand kann man aber auch einfach nur in die Sterne schauen, nachts auf der Burg. Das ist ein ganz romantischer Ort. Am schönsten eigentlich dann abends, wenn normal die Burg geschlossen ist, wenn es dunkel wird, hoffentlich ein Sternenhimmel zu sehen ist. Und deswegen haben wir uns auch hier vor einer ganzen Weile einfallen lassen, wir öffnen einfach wieder abends auch mit. Also auch das wird im August stattfinden. Hoffen, wir haben dann wieder eine schöne Wettervariante hier. Sterne sind sichtbar, dann kann man eben dann hier mit seinem Partner sitzen, ein Glas Wein trinken, nett was essen. Und da dann immer viele Fragen aufkommen zum Nachthimmel, zum Sternenhimmel, die Perseiden durchziehen, dann hoffen wir halt, dass dann auch wieder unsere Partner von der Gesellschaft für astronomische Bildung mit entsprechendem Equipment fachkundig hier oben den Sternenhimmel erklären. Und auch wenn am Tag nur unser großer Stern leuchtet, gibt's auf der Burg immer etwas zu entdecken.